Hallo Andreas. Hallo Jörg. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Oh, was hast du denn da auf dem Handteller? Das ist ein schönes Modell von meinem Porsche 911. Aha, wir haben aber keinen Porsche 911. Nein, du hast doch gesagt, du bringst einen Porsche mit. Ja, ich habe natürlich einen Porsche mitgebracht. Versprochen ist versprochen. Aber diesmal ist es ein Porsche Macan. Denn Porsche kann nicht nur Sportwagen, sondern auch SUV. Und das ist ja sportlich. Aber er hat eine ganz tolle Farbe. Finde ich auch. Kaminrot. Wunderbar. So, Andreas, wir wären soweit. Also ich fahre dann mal los. Du fährst mal los? Naja, guck mal, ich habe extra meine Rennfahrerschuhe angezogen. Ja, brauchen wir denn das als Beifahrer? Ach so, ich bin ja nur der Beifahrer. Ja. Ja, das tut mir jetzt aber leid. Ausgemacht ist ausgemacht. In unserem Videodreh bin ich der Fahrer. Das stimmt. Aber, weil ich mir das schon gedacht habe, dass du gerne ans Steuer möchtest, habe ich dir zum Trost eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar eine schicke Mütze. Das ist aber lieb. Ja, so bin ich. Passend zur Farbe des Fahrzeugs. Jetzt können wir starten. Danke dir. Gerne. Herzlich willkommen zu Rabel und Ribatsch. Hallo. Der neuen Ausgabe des Autovlogs der Ostthüringer Zeitung. Mein Name ist Jörg Ribatsch. Und ich bin Andreas Rabel. Andreas, du hast mir ja freundlicherweise die Mütze überlassen. Steht dir übrigens sehr gut. Vielen Dank dafür. Gerne. Liegt ja daran, dass du der Fahrer bist, was ich, glaube ich, noch nie so bedauert habe wie heute. Was fahren wir denn hier? Was haben wir denn für ein Auto? Ja, ich komme ja aus der Sportredaktion unserer Zeitung und heute haben wir es besonders sportlich. Wir haben einen Porsche Macan GTS. GTS, wofür steht das? GTS steht für Gran Turismo Sport. Das heißt also, wir haben ein SUV, besonders sportlich, halt mit den Porsche-Genen. Und es hat auch noch eine ostdeutsche Bewandtnis mit dem Auto. So ist es. Der Macan wird komplett im Werk Leipzig auf die Räder gestellt. Wunderbar, dann fahren wir mal los. Auf geht's. Ja, jetzt haben wir Platz genommen, die roten Gurte angelegt und schauen auf die Tuben. Bei Porsche steht Drehzahl im Mittelpunkt. In der Mitte rot unterlegt das Drehzahlband, links der Tacho. Und auf der rechten Seite kann ich mir die Daten des Bordcomputers einspielen. Ich habe so gemacht, dass ich mir die Verkehrszeichenerkennung hinterlegt habe, um einfach zu wissen, fahre ich 30, 50 oder besser gesagt, kann ich 30, 50, 100 fahren oder bin ich mal wieder zu schnell. Das Lenkrad liegt super in der Hand, kleines Sportlenkrad, sehr schön. Nicht zu vergessen beim Porsche, der Chronograph für die Fahrten auf dem Nürburgring, weil ich kann mir über das Chrono-Paket auch die Stoppuhrfunktion reintun oder die Rundenzeiten mir anzeigen lassen. Ja, der Schaltknopf liegt gut in der Hand. Das ist ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Gleichzeitig habe ich eine Gasse für den manuellen Betrieb und kann auch an den Schaltpedals am Lenkrad die Gänge einlegen. Muss ich nicht machen. Die Automatik macht es tausendmal besser, als ich es je könnte. Andreas, du hast mir aber noch nicht erklärt, was dieser merkwürdige Knubbel, dieser Knopf am Lenkrad bedeutet. Ah ja, du meinst diesen Knubbel hier? Ja. Ja, ganz was Wichtiges. Ich starte mal. Das wird beim Porsche noch links gemacht. Auf geht's. Und hier an diesem Drehknopf kann ich die einzelnen Fahrmodi einstellen. Individual, Sport und Sport Plus. Da ist alles noch einmal etwas geschärft. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, aktiviere ich jetzt den Sportauspuff, den Klappenauspuff. Und Rausch, da passiert doch schon was. Ich würde sagen, wir gehen mal raus und hören uns den Sound des Klappenauspuffes mal von außen aus nächster Nähe an. Was meinst du? Das machen wir. Gut. Lass mal was hören. Ja, nach dem Klappenauspuff schauen wir doch mal,
wo der Macan seine Power herbekommt. Angetrieben wird der Macan von einem 6-Zylinder-Benzinmotor in V-Form. Ein bisschen kann man es erahnen, dass es sich um einen V-Motor handelt. Hubraum 2,9 Liter, 340 PS, kombiniert mit einem Allradantrieb, Luftfederung, Sportfahrwerk. Der Macan liegt also noch mal ein paar Millimeter tiefer, alles geschärft, alles Porsche-like. Andreas, wie sieht's aus, nachdem wir uns den Innenraum angeschaut haben? Gibt es hier überhaupt einen Kofferraum? Und wenn ja, wie kommen wir rein? Ja, es gibt einen Kofferraum und der verdient auch seinen Namen. Und öffnen kann man ihn unter anderem hier. Ja, das ist jetzt zwar nicht mein Lieblingsplatz, weil der ist ja dort, aber es lässt sich gut aushalten, es ist luftig, prima. Das ist ja auch ein SUV. Ja. Ja, heute früh musste ich schon mal kratzen, es wird kalt und auch das ist Porsche. Ein kleines Leder-Etui für die Parkuhr und zum Kratzen der kleinen Eisschicht. Andreas, es wird mal wieder Zeit für unser Fazit nach unserem schönen Tag mit dem Porsche Macan. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, was soll ich sagen? Ein Porsche ist immer noch ein Porsche. Als 911er sowieso und auch als Macan. Es macht einfach Spaß. Es weckt das Kind im Manne. Vor allen Dingen, wenn man Sportmodus drin hat und Sportauspuff aktiviert hat, dann macht es einfach Spaß, auf die Tube zu drücken. Ja, rundherum schönes Auto. Ich würde das gern fast kaufen, wenn ich das sagen darf. Aber nicht meine Preisklasse. Aber es macht einfach Spaß, mit dem Porsche unterwegs zu sein, mal sportlich zu fahren. Und wenn die Ehefrau dann das Auto übernimmt und das Kind von der Schule abholt oder zum Sportverein bringt, dann ist es doch auch mal eine schöne Sache, mit einem röhrenden, blubbernden Auto fortzufahren. Vielen Dank, Andreas. Hat Spaß gemacht mit dir. Fand ich auch. Ist natürlich auch dem Fahrzeug geschuldet. Und wie du inzwischen ja erfahren hast, ist Porsche nicht nur 911er, sondern Porsche hat sich über die Jahre auch als Hersteller von besonders sportlichen SUV herausgemacht. Und der Macan ist inzwischen auch das meistverkaufte Auto der Marke aus Zuffenhausen. Naja, und man sieht ja auch einige Anleihen an den 911er. Insofern bin ich etwas vertröstet. Aber weißt du, was ich jetzt endlich von dir haben will? Ich ahne es. Den Schlüssel. Tschüss. Tschüss. Ciao.